Figur, die ich malen möchte, wähle ich aus verschiedenen Hintergründen den illustrativen Hintergrund. Wenn ich möchte, kann ich diesen jederzeit ändern. Um einen besseren Überblick über die Malfläche zu bekommen, kann ich diese vergrößern oder verkleinern. Dafür drücke ich die Greiftasten beider Controller, das sind die Tasten auf den inneren Seiten, und ziehe sie auseinander oder bewege sie aufeinander zu. Gleichzeitig dazu erscheint auch eine Größenskala, die uns anzeigt, in welchem Größenverhältnis wir uns gerade befinden. Um wieder zur Originalgröße zurückzukehren, drücke ich den A-Knopf auf dem rechten Controller, während ich vergrößere oder verkleinere. Das Vergrößern oder Verkleinern kann auch genutzt werden, um euer Kunstwerk zu bewegen. So müsst ihr nicht beim Malen um es herumlaufen. Zurück zu besagtem Malen. Auf der Palette mit Pinseltextur gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einige davon sehen bereits aus wie Blütenblätter oder sogar wie ganze Blüten. Gerade mit der Textur Petal ist das Malen von Blumen ein Kinderspiel. Aber ich möchte eine eigene Blume erschaffen. Die Pinseltextur, die ich dafür hauptsächlich benutze, nennt sich Spikes. Mit ihr male ich in verschiedenen Farbtönen die Blütenblätter. Indem ich den Daumenstick auf meinem rechten Controller, wo auch der Pinsel ist, bewege, kann ich die Größe des Pinselstriches, mit dem ich male, einstellen. Wähle ich die Textur Lofted und male damit einige Staubblätter. Mit den sogenannten Streamers füge ich etwas Leben und Bewegung hinzu. Mit der Textur Pinched Flat male ich unten noch einige Blütenblätter dazu.
dies keine originalgetreue Zeichnung, sondern einfach nur Kunst ist, füge ich mit der Textur Komet etwas extravagante Ausführung von Blütenblättern hinzu. Nun wähle ich wieder die Spikes und male den Blumenstängel. Mit den Embers lasse ich die Blume ein paar Funken sprühen. Und mit der Textur Fire lasse ich sie noch heller leuchten. Zum Schluss deute ich mit der Textur Coarse Bristles etwas Gras an und male mit der sogenannten Dr. Wiggles Textur den Boden. Jetzt ändere ich den Hintergrund wieder zum Nachthimmel. Vielleicht male ich später noch eine Blume dazu. Erst einmal speichern wir aber diesen Entwurf bzw. diesen Sketch in unserem Sketchbook. Dafür wählen wir unser Sketchbook-Menü über den Profileinstellungen aus. Es befindet sich unter der Werkzeugpalette. Hier gibt es viele verschiedene Optionen, angefangen damit, dass ich Sketche in meinem Sketchbook speichern kann. Ich kann mich außerdem mit meinem Google-Account oder einem Sketchfab-Account anmelden. Das ist wichtig, um eure Kunstwerke zu sichern und später darauf zugreifen zu können. Zudem sind hier noch Einstellungen und die Möglichkeit, Werke auf eure VR-Brille zu exportieren. Außerdem gibt es noch den sogenannten Advanced Mode, den fortgeschrittenen Modus, aber dazu später mehr. Schließlich gibt es hier die Möglichkeit, meinen Sketch zu löschen und die Zeichenfläche damit zu leeren. Und nachdem ich gespeichert habe, mache ich genau das. Thank you.